Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Es ist immer noch Juli, ich weiß. Trotzdem sind schon die ein oder anderen Adventskalender verfügbar, so auch der von Vera. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist auch wieder ein Werkzeug-Adventskalender, aber ganz ehrlich, ich finde es auch ganz cool, wenn die Männer dieses Jahr einfach mal ein bisschen eher rankommen, um da einfach mal so ein bisschen... Eigentlich sind die Vera-Adventskalender immer die ersten, oder? Naja, um da halt auch einfach schon direkt zuallererst in den Genuss zu kommen, in Weihnachtsstimmung gebracht zu werden. Man kann solche Adventskalender aber auch immer richtig super kaufen als Geschenk, sei es, um sie halt als Adventskalender zu verschenken, oder man plündert den quasi, baut die ganzen Sachen zusammen und verschenkt eben das Set, was am Ende dabei rumkommt. Ich habe dafür jetzt, ich glaube, 66,90 Euro plus Versand bezahlt. Der wird dieses Jahr auch wieder zwischen 55 und 60 Euro im Handel liegen. Genau, und jetzt schauen wir mal hier zusammen rein. Wir sehen aber zuallererst den wunderschönen Weihnachtsmann hier vorne drauf. Und er hat einen prall gefüllten Geschenkesack und ist auf einem lässigen Snowboard unterwegs. Finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr nice. Ich mag auch dieses Bild da drauf. Ich glaube, das stellt man sich tatsächlich auch sehr, sehr gerne in der Weihnachtszeit so hin. Und solltest du natürlich Lust haben, mehrere Adventskalender-Unboxings oder generell Beauty-Content, das ist nämlich eigentlich hier die Hauptsache auf dem Kanal, zu sehen, dann kannst du mich super gerne abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Und ja, wir starten in der Nummer 1 mit einer Aufbewahrungsgeschichte. Ne? Also da werden wir jetzt gleich sehr wahrscheinlich unsere ganzen Tools unterbringen können. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr fancy aus. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir jetzt auch so taschenmäßig irgendwas mit dabei haben. Ach, guck mal, da kann man dann auch ganz gut an die Bits rankommen und die sind dann auch vorm Rausfallen geschützt. Mal gucken, wie das am Ende aussieht. War sonst auch mal wertiger. Mal gucken. Wie auch im letzten Jahr sind die Teile sehr, sehr gut hier drin. Also ich bin froh über meine Aufmachhilfe. Da habe ich jetzt ein Langbit, in einem Kreuz. Na, das möchte gerade noch nicht fokussieren. Es ist auf jeden Fall die Größe 1 und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist ein ganz normaler Philips oder ist es ein Pozi? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich glaube, es ist ein Pozi. Ich glaube, ich sehe da den Stern quasi in den einzelnen Elementen drin. Ne? Aber es ist die Größe 1, Klassiker, ist gut. Auch anders als im letzten Jahr, wir haben jetzt auch nur einen einzigen Bit in der 3, denn die ist selbstverständlich auch mit dabei. Hier haben wir einen Torx in der Größe Nummer 3, das schaut einmal so aus und ja, das ist halt einfach ein Bit. Hier haben wir die Nummer 4. Siehste, man muss sich nur beschweren. Jetzt haben wir nämlich zwei Produkte hier drin. Einmal ist das ein Adapter, den haben wir dann einmal hier. Also auch wieder ne, ein ganz klassischer Adapter, den man so kennt. Und dann haben wir hier neben einem Hundehaar, weil Sammy hier eben noch gelegen hat, auch einen Torx drin und zwar in der Größe 10. Der ist dann etwas kleiner. So schaut er aus. Nee, ich habe Blödsinn erzählt, Leute. Da hätte ich mal genauer hingucken sollen. Das hier ist ein Außensechskant oder auch Imbus, ne? In der Größe. Ist es ein Imbus? Naja, in der Größe 3 gewesen. Und hier haben wir jetzt einen Torx. Mensch. Am 5. Dezember hätte ich erst gedacht, oh, wir haben was Außergewöhnliches drin. Nee, das scheint jetzt einfach erstmal nur der Kopf von einer Ratsche zu sein. Also haben die jetzt wirklich die Ratsche auf zwei Kläppchen aufgeteilt? Weiß ich noch nicht, wie ich das finde. Ist auf jeden Fall dann hier in die zwei verschiedenen Größen einstellbar. Und dann kann man da theoretisch halt hier so seinen Adapter reinmachen. Na, hallo. Möchten Sie bitte, danke. Ich wollte schon sagen, hier. Möchte aber nicht ziehen hier. Was ist das denn? Jetzt zieht er. Ah, jetzt dreht er. Der hatte erstmal anfängliche Schwierigkeiten, der Freund. Möchte jetzt aber schon wieder nicht. Hallo? Der ist ein bisschen hackelig unterwegs hier. Nikolaus, wir haben ein Täschchen hier drin. Das ist, kannst du mit Klett halt irgendwo befestigen. Keine Ahnung, kannst du in einem Schrank befestigen, damit es nicht verloren geht oder so, ne? Weiß ich nicht, ne, eine Gürtelhalterung hat der jetzt nicht mit dabei. Und da kann man Utensilien reinmachen. Mal gucken, was wir noch dazu finden werden, welche Utensilien hier rein möchten. Keine Ahnung. Kann man theoretisch raufhängen, hat hier einen formschönen Aufhänger. Der 7. Dezember enthält eine Nuss und zwar in der Größe Nummer 10. Das ist einmal diese hier und ja, Nüsse verwendet man einfach auch immer mal wieder, um halt auch besser Grip zu haben, besser Schrauben anziehen zu können und so weiter. Und da kann man halt hier nicht diesen Adapter für verwenden.
sind alles noch sehr viele Einzelteile hier. Ja, die Nummer 8 darf normalerweise machen, dass es kracht. Ich habe jetzt hier einfach einen Torx drin, genau, in der Größe Nummer 15. Das ist dieser hier. Und ja, also das ist halt wieder ein Bit in dem Kläppchen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas super Witziges freuen. Das, meine Lieben, ist nämlich ein Salzstreuer. Ich glaube, mein Freund wird so hart feiern. Ich kann mir vorstellen, dass er die auch mit zu sich vielleicht auf die Arbeit nimmt oder so. Ne? Hier sehen wir auch Salz. Dass man sich das halt so einfach hinstellt, um einfach dann Pfeffer und Salz da zu haben, wenn man vielleicht Speisen nachwürzen möchte oder so. Die haben ja auch so einen Essenswagen, da ist vielleicht manchmal nicht alles so gewürzt. Wie witzig ist der bitte? Und den kriege ich hier unten auf, oder wie? Muss ich nochmal herausfinden, wie das geht. Nee, doch, geht. Ne? Da kannst du dann dein Salz reinmachen. Das finde ich außergewöhnlich. Wir hatten sowas noch nie in einem Vera-Adventskalender drin. Oder generell in einem Werkzeug-Adventskalender. In der Nummer 10 darf es mit einem Torx-Bit weitergehen. Auch wieder nur ein Bit. Also diese Werbegeschichte, bitte ein Bit, hat dieser Adventskalender leider etwas zu wörtlich genommen. Die Nummer 11 enthält einen Torx-Bit in der Größe 20 und er schaut so aus. Halbzeit, die Nummer 12 enthält auch wieder eine Nuss und zwar in der Größe 13. Das ist diese hier und so schaut die Nuss aus. Fühlt sich auch sehr, sehr gut an und zur Halbzeit kann man auch sagen, okay, ja, wir haben hier schon einen hochwertigen und guten Inhalt. Wir haben auch schon so einen kleinen Ausblick auf das, was vielleicht noch so kommen könnte. Aber es ist jetzt noch nicht so Krawum-Krawäm-mäßig, muss ich sagen, weil im Prinzip habe ich dafür dann jetzt ja 35 Euro bezahlt. Das finde ich schon happig. In der Nummer 13 enthalten wir wieder einen Außensechskant, also Inbus, ne, in der Größe Nummer 5. Das ist dieser hier und er schaut so aus. Es ist wieder ein Bit und erweitert unser Bit-Sortiment. Haha, das hier war übrigens ein Pozi-Drive. Da habe ich mich richtig geguckt. Denn hier haben wir ein Philips-Kreuz-Schlitz. Verlängerungs-Langbit. Nein, es ist ein Langbit, genau. In der Größe 1 und ja, das kann man auch sehr gut gebrauchen. Am 15. Dezember läuft uns die fehlende letzte Nuss in der Größe 8 über den Weg und sie schaut einmal so aus. Genau, das ist die letzte Nuss, die hier auch jedenfalls symboltechnisch rein drauf und dran gehört. Das mit dem Reden übe ich noch, okay. Ja, am 16. Dezember erwartet uns unser fehlender Pfefferstreuer. Ich finde die Teile großartig, bin ich ehrlich. Also ich glaube, wenn du sowas halt auch so auf dem Tisch hast, auch beim Grillen oder, keine Ahnung, auch im Büro mit dabei hast oder so, ich glaube, das kommt wirklich ganz gut. Und das ist einfach auch mal was anderes als der 20. Flaschenöffner, den man sonst so in den Adventskalendern findet. Ha, ich glaube, das ist unser Nussadapter, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder? Weiß ich nicht. Denn am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, erhalten wir ebenfalls so eine Verlängerung. Das ist dieses hier. Oder es ist auch ein Adapter. Hm, weiß ich gerade nicht. Das eine ist ein Adapter, das andere ist eine Verlängerung. Aber die Aufnahme oben ist identisch. Wahrscheinlich, weil sie auch so in die Ratsche gehört. Sehr wahrscheinlich, ja genau. Und damit kann man dann die Nüsse aufnehmen. Ja. Oder die Bits? Nee, das ist für die Bits, genau. Mensch, reden, Claudi. Okay, das ist für die Bits, was wir jetzt hier haben. Das ist die Bit-Aufnahme. Das andere war dann wahrscheinlich der Adapter für die Nüsse. Ja, klar, weil... Jetzt will das nicht rausgehen. Hallo, möchtest du bitte mal etwas weniger magnetisch sein in dieser Welt? Wow, das ist richtig krass. Das klammert sich da dran, als gäbe es keinen Morgen mehr. Doch, jetzt geht's. Man muss nur ein bisschen negative Ladung aufbringen, denn hier für die Nüsse haben wir dann das Teil von eben gehabt, denn da haben wir diesen Vierkant und hier haben wir auch den Vierkant, das passt dann natürlich hier ein bisschen besser rein, ne? Genau. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Jetzt haben wir hier den 18. Dezember und da haben wir einen Außensechskant in der Größe 6. Das ist einmal dieser hier, der schaut auch sehr groß und schön aus. Es ist nicht vorne wie hinten. Nee, nicht ganz das gleiche. Okay. Am 19. Dezember erwartet uns ein Pozi-Drive in der Größe 2. Auch als Langbit. Und ja, sowas ist, glaube ich, so Klassiker von der Größe her. Ne? Genauso wie die 1er, aber eher die 2er. Jetzt zum Ende hin legt das Ding echt los. Ne? Denn wir haben jetzt am 20. Dezember in der Größe 5,5, 0,8 einen Schlitzbit. Und ja, auch in der langen Variante wieder. Ne? Also das sind laut meinem Freund auch so die besten, weil die sind nicht so frickelig, gehen nicht so schnell verloren. Und es ist halt auch irgendwie einfach bequemer, mit so einem langen Bit zu arbeiten, weil du da nicht direkt dann am
ne, Objekt arbeitest, sondern halt auch ein ganz kleines bisschen Abstand hast, etwas mehr Rangierfläche. Das ist gut. Hey, am 21. Dezember haben wir auch endlich unser Handstück für die Ratsche. Also ich finde es ehrlich gesagt echt blöd, dass das so, ne, separat geliefert wird. Klar, du hast jetzt auch noch die Möglichkeit, dieses Ding halt so anzuwenden, also quasi wie einen klassischen Schraubendreher, sage ich jetzt einfach mal dazu, weil auch dieses Ding da reinpasst und so, dieses hier halt auch, ne? Unerwartet geht so. Am 22. Dezember erhalten wir in der Größe 2, als hätte da einer mitgedacht, einen Philips Kreuz Langbit. Das ist dieser hier. Und ja, ganz schön viele Langbits. Also ich sag mal, ein relativ ausgewogenes Verhältnis zwischen Langbits und Kleinbits oder normalen Bits, ne? Einen Tag vor Heiligabend erhalten wir dann noch einen weiteren Imbus und zwar in der Größe 4. Das ist dieser hier. Und ja, damit haben wir dann auch unsere Einzelbits, glaube ich, vervollständigt. Ja gut, das musste jetzt wahrscheinlich sein, denn in der 24 haben wir unseren obligatorischen Flaschenöffner. Hoch die Tassen, so lübt der Lachs und das kannst du auch noch richtig schön am Schlüsselbund befestigen. Fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Also ich glaube, jeder in meinem Umfeld hat mittlerweile auch so ein Ding am Schlüsselbund, ne? Also das ist halt echt so ein wirklicher Klassiker. Wir haben dann, ich glaube, so wie auch im letzten Jahr, im Prinzip jetzt zwei Sets, Täschchen, wie auch immer, ne? Zum einen haben wir hier unser Food-Set mit Salz- und Pfefferstreuer und auch dem Flaschenöffner, was man dann halt entsprechend verschließen kann, ne? Und irgendwo dran machen kann. Und hier haben wir dann einmal unsere Werkzeuggeschichte. Das ist wirklich auch sehr schön und sehr kompakt. Das stimmt tatsächlich, aber ich bin mir sehr sicher, dass es ein kleiner Pain sein wird, die einzelnen Bits hier rauszufriemeln und wieder reinzufriemeln. Und das ist eben auch das Ding bei meinem Freund, der kriegt die halt ständig verloren. Deswegen freut er sich immer, wenn er solche kleinen Sets auch immer wieder von mir bekommt. Ja, ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass man das noch irgendwo montieren kann. Das ist ja sonst auch immer eine schöne Sache, damit es halt nicht verloren geht, ne? Dass da vielleicht noch irgendwie so ein Haken oder sonst irgendwas oder irgendwas zum Dranmachen bei gewesen wäre. Das ist halt wirklich dann für die Tasche gedacht oder halt für eine Schublade. Aber so ist es auch wirklich schön kompakt. Man kann hier dann auch schnell auf seine einzelnen Produkte zugreifen. Das ist schon süß und es fühlt sich auch sehr schwer an, sehr wertig. Ja, doch. Also ist es ein schöner Adventskalender. Man kann sich den auf jeden Fall angucken. Ist es gerechtfertigt, dass der jetzt schon wieder ein bisschen teurer geworden ist? Nee, eigentlich nicht, weil klar, alles wird teurer im Leben, aber also für das, was die jetzt auch hier reingemacht haben, gut, wir haben den Pfeffer- und Salzstreuer, das ist ein bisschen was Außergewöhnlicheres, ansonsten haben wir hier doch die Sachen drin, die wir auch in den letzten Jahren schon kennengelernt haben, und das sogar in einer etwas abgespeckten Variante, oder? Sofern ich ihn online finde, ist er natürlich sowieso in der Infobox verlinkt. Müsste ich jetzt wählen zwischen diesem hier und dem, den ich euch letztens ausgepackt habe, würde ich eher den von KS Tools verschenken und warte aber nach wie vor auf den von Engelbert Strauß. Ich hoffe, dass es auch dieses Jahr einen geben wird, weil der eigentlich immer echt gut ankommt. Mein Freund sammelt halt auch diese Kästen mittlerweile, ne? Richtig cool. So, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Adventskalender in die Kommentare und auch gerne, welche Adventskalender eure, weiß ich nicht, darauf freue ich mich am meisten, Sachen sind. Also da, ne, gerne eure Meinung in die Kommentare, eure Wünsche in die Kommentare. Hier wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel ausgepackt werden. Und dieses kleine Tool wird hier noch ordentlich zum Einsatz kommen, was eigentlich eher für die Nägel ist. Nun, ihr Lieben, das war's hier von mir. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.